Der Highway to Hell, die Autobahn zur Hölle. Spätestens seit gestern Mittag endet sie direkt hier im verschlafenen Wacken. Über 75.000 düstere Gestalten fallen dann schon traditionell über das kleine Dorf auf dem platten Land her. Hier knallen Kulturkreise aufeinander, die eigentlich kaum weiter voneinander entfernt sein dürften. Aber das Dorf und seine Bewohner haben sich mit den Headbangern aus dem anderen Universum engagiert und angefreundet. Das kennen wir schon. Ist nicht das erste Mal, das haben wir schon schlimmer gehabt. Wenn der Stau voll, die Straße dicht ist, von ja, bis zur Autobahn hin, haben wir alles schon gehabt. Ne? Endlich mal was los hier im Wacken. Ja, also wir finden das echt gemütlich. Das ist richtig toll, das ist Ausnahmezustand pur bei uns hier. Und wir kennen das aber schon, das muss man auch sagen. Aber jedes Jahr freuen wir uns wieder drauf und jedes Jahr lebt man damit. Und es ist schön, wenn sie alle kommen und nach 5 Tagen ist es auch nicht so ganz schlimm, wenn dann alle wieder weg sind. Aber es ist eine ganz, ganz tolle Veranstaltung hier. So was haben wir nicht alle mal im Wacken, ne? Alles begann hier vor über 20 Jahren mit gerade einmal 800 Besuchern und Bands, die eigentlich niemand kannte. Inzwischen ist Wacken das zweitgrößte Musikfestival in Deutschland und weltberühmt. Von überall her reisen die Fans an und landen in der Pampa irgendwo in Schleswig-Holstein. Where are you from? We are from Poland. From Poland, yeah. We're from Israel. Israel. Tel Aviv, Israel. We are from Lithuania, Litauen. Ah ja, wir sind von Münster am Lech, zwischen also, Augsburg und Donauwörth. Liegt in Bayern, sozusagen. Yeah. We are actually hitchhiked here. Autostop. By autostop, without tickets, and we are trying to get to the festival ground right now. We are here because of Wacken. Wacken ist like a hell. Ja, weil da ein Haufen Leute kommen, verschiedene Nationalitäten, wie man das sieht. Mit denen haben wir uns ungefähr 2 Stunden jetzt unterhalten und ja, einfach gerade schon Spaß gehabt. Oh, Sauber, Kreislinger. Israel is, a part of Israel is religious, so it's like a country with really prejudiced and something like that. So many people like connect metal with, like in here from Antichrist, like anti-religious. So many people don't like metalheads in Israel. For me, it's the 3rd time in Wacken, and I think I will go here till I die. We're soldiers. We took a special vacation right now. The only place you feel like family is Wacken. Die Eingeborenen von Wacken nehmen das totale Chaos gelassen hin und haben ihren Spaß mit den düsteren Gestalten aus dem Paralleluniversum. Immerhin ist hier dann mal was los, so sehen das die Menschen hier, die von dem Mammutfestival durchaus profitieren. Sei es mit dem improvisierten Bierstand im eigentlich gepflegten Vorgarten oder dem Go-Kart-Transportservice. Was kriegst du denn dafür? Also von Schläger bis da hinten hin zum Busstopp nehme ich 5 Euro. Ich bin jetzt nicht das Finanzamt, aber ich frage trotzdem mal, wie läuft denn das Geschäft heute hier? Ganz gut. Ja. Wie findest du denn das hier mit dem ganzen Chaos auf der Straße und dieser Musik und den ganzen Leuten und so weiter? Witzig. Tatsächlich sehen die Gestalten, die Headbanger, die Heavy-Metal-Fans, die Freaks allesamt auf den ersten Blick relativ gleich aus. Aber was sich hinter der martialischen Fassade verbirgt, ist überraschend vielfältig und lässt 3 Tage lang im Dörflein einfach mal die Sau raus. 3 Tage lang feiern mit 80.000 Gleichgesinnten, Spaß haben, locker sein, an nichts denken und ein bisschen Bier trinken, viel Musik hören. Aber ist mal so, da gibt es ja verschiedene Fraktionen. Das sind so die Leute, die mit dem Campingbus hier außen rausfallen. Und das sind so die Mercedes-Schlipsträger, die sich dann auf einmal irgendwie verkleiden. Was bist du von den beiden? Wenn ich ehrlich bin, das Zweitere. ja, ich bin normalerweise im normalen Leben Angestellter bei der Stadt Erbstadt. Hab einen Anzug an, fahr auch einen Mercedes. Aber tief in meinem Herzen, ich höre die Musik seit 30 Jahren und das gehört dazu. Eröffnet wird das lärmende Mega-Event seit Menschengedenken nicht von Slayer, Alice Cooper, nicht von den bösen Onkels Grave Digger oder den Scorpions, sondern von der örtlichen Feuerwehrblaskapelle. Die treten hier dann als The Firefighters auf und bringen die Masse zum Kochen mit Alpenhorn und richtig zünftiger Blasmusik. Das muss man erlebt haben! Das ist total geil.
Ja, wir kennen das nicht anders. Das ist nun schon das 21. Mal. Aber und seit 2001 sind wir dabei. Also wir kennen das nicht anders. Wie findest du die ganzen Leute hier? Klasse, ist alles ruhig, friedlich. Also wir sind zufrieden. 75.000 Tickets gibt es, aber schon seit Monaten ist das Festival restlos ausverkauft. Iron Maiden, Alice Cooper und Mötley Crüe sind die Stars in diesem Jahr. Aber schon am Mittwoch, am Anreisetag, wo noch keine große Band spielt, ist die Stimmung bereits überschwänglich. Überschwänglich, aber auch friedlich, trotz des gigantischen Lärms, den die Bands hier machen und machen werden. Wer Heavy Metal hört, dessen Ohren müssen einiges aushalten können. Mit 120 Dezibel traktieren die Musiker ihre Fans. Medizinisch gesehen ist das die Schmerzgrenze. In the Biergarten heißt eine CD der Firefighters. Wie viele Tonträger davon tatsächlich von den Headbangern gekauft werden, ist jedoch unklar. Eine Stunde lang blasen die Wackener ihren Fans Rosamunde und anderen Schlager um die Ohren. Dann ist aber Schluss und das Gewitter der Double Bass Drums hallt für 3 Tage und Nächte durch die Köpfe und über die Kuhweiden. Irgendwie, und das ist das Verblüffende, sind aber alle Headbanger, wenn man sie nur fragt. Was ist mehr so Ihre Musik, so Slayer oder Red Hot Chili Peppers? Ja, ich komme schon aus der Rockszene, nicht aus der ganz harten. Also zu meiner Zeit Deep Purple ist ja gar nicht so weit weg, Black Sabbath, wie sie alle heißen in diesem Bereich. Aber ich bin jetzt mehr so in den Jazz-Bereich hineingewachsen. Höre aber ab und zu mal auch mal was ganz Hartes. Da muss ich aber die Kopfhörer zu Hause aufsetzen. Also wir sind jeden Abend da. Wir waren gestern Abend schon da auf dem Durchgang. Und wir sind eigentlich jeden Abend da, bis das zu Ende ist. Mein Sohn ist auch Metaller und der hat mir die Bude auch schon in früheren Jahren vollgedröhnt. Das kenne ich alles. Das ist auch ein schwarzer Langhaariger. Ne? Wacken vereinigt. Ein Dorf wird zum Schmelztiegel für verschiedene Generationen, Länder und Lebensentwürfe. Was hier 3 Tage lang miteinander auskommt, das gibt es so wirklich nirgendwo. Jedenfalls nicht auf diesem Planeten. Ob man die Musik nun mag oder nicht, in jedem Fall lohnt es sich, das hier einmal erlebt zu haben. Und den Kopf zu schütteln, bis die Halswirbel einzeln herausklötern. Auch das gibt es nur hier in Wacken. Herzlich willkommen.